Helene Fischer erstmals seit 2018, Thomas soll wieder mit ihr durch die Lüfte schweben. Nach ihrer Rippenfraktur startet Helene Fischer heute ihre Tournee. Wer am Dienstag an ihrer Seite sein soll? Thomas Seidel, der zuletzt 2018 mit ihr durch die Lüfte schwebte. Dem Auftaktkonzert in Hamburg steht nichts mehr im Wege. Am Dienstag, 11. April, wird Schlagerkönigin Helene Fischer, 38, erstmals wieder auf der Bühne stehen und ihre große Live-Tournee offiziell starten. Und das, obwohl sie sich erst vor wenigen Wochen am Trapez einen fiesen Rippenbruch zuzog. Und somit den ursprünglich geplanten Tourauftakt am 21. März in Bremen schweren Herzens absagen musste. Doch nur 23 Tage nach ihrem Unfall scheint sich die Ex von Schlagerstar Florian Silbereisen, 41, wieder fit genug zu fühlen, um ihre akrobatischen Kunststücke auszuüben. Die Freude ist riesig, ließ Helene ihre Fans auf Social Media wissen. Jetzt will die Bild-Zeitung erfahren haben, dass sich die 38-Jährige bei ihrem Auftaktkonzert über eine ganz besondere Unterstützung von Partner Thomas Seidel, 38, freuen darf. Helene Fischer, beim Auftaktkonzert soll auch Thomas Seidel eine Rolle spielen. Mit dem Akrobat schwebte Helene zuletzt 2018 gemeinsam auf der Bühne durch die Lüfte. Mittlerweile sind die beiden auch privat ein Herz und eine Seele. Ihr Liebesglück wurde vor rund einem Jahr mit der Geburt von Tochter Nala gekrönt. Jetzt soll Thomas laut Bild auch wieder beruflich an der Seite von Helene zu sehen sein. Er soll demnach beim Auftaktkonzert in Hamburg für mindestens einen Song mit Helene am Trapez hängen und so für einen emotionalen Hingucker-Moment sorgen. Helene Fischer, laut Trauma-Experte habe sie das Schlimmste überstanden. Für Helene Fischer dürfte der Moment doppelt emotional werden. Immerhin erlebte sie erst vor wenigen Wochen einen echten Schockmoment am Trapez. Doch gegenüber Bild versicherte ein Trauma-Experte nun, das Schlimmste hat Helene Fischer überstanden. Die Verarbeitung des Schocks sollte in den vergangenen 3 Wochen abgeschlossen sein. Der Experte erklärte weiter, private Zufriedenheit und persönlicher Zuspruch ihres Umfelds sind dabei sehr starke Ressourcen.